Einen wunderschönen, liebe Freunde, und herzlich willkommen in diesem Video. Ich möchte jetzt mal ein Tool von Adobe zeigen, was du benutzen kannst, um coole Looks für deine Bilder zum Beispiel zu erzeugen. Und zwar soll es mal um den Adobe Cooler gehen, beziehungsweise mittlerweile heißt es, glaube ich, Color Theme. Den kann man nämlich ganz cool dafür verwenden, geile Farbkombinationen zu finden, von anderen Usern, die mal welche erstellt haben, zu nehmen. Und ich will dir jetzt einfach mal zeigen, wie du das in deine Bilder quasi importieren kannst, beziehungsweise das auf deine Bilder anwenden kannst. Also öffnen wir uns das Tool einfach mal. Also dazu gehst du auf Fenster, Erweiterung, Adobe Color Theme. Und das ist ein Standard-Tool von Photoshop, das heißt, also von Adobe, das heißt, das wird definitiv bei dir eigentlich auch mit installiert sein. Wenn das bei dir nicht da sein sollte, zeige ich dir nachher noch einen anderen Weg, wie du an diese coolen Farbkombinationen kommst. Also, was siehst du hier? Du siehst hier Farbkombinationen, die User irgendwie mal erstellt haben und veröffentlicht haben und die du dir quasi rausziehen kannst, um daraus coole Looks zu erzeugen. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Beziehungsweise wie nutze ich das beispielsweise, wenn ich jetzt hier mir das Bild angucke und mir überlege, irgendwie fehlt da was. Ich könnte mir vorstellen, dass das Bild allgemein noch so ein bisschen ins Wärmere geht, so ins Bräunliche. Dann kann ich hier oben jetzt zum Beispiel einfach mal ein Stichwort eingeben. Und zwar Stichwort, machen wir einfach mal warm. So, und jetzt werden dir alle Farbkombinationen angezeigt mit dem Keyword warm. Und wenn ich mir das jetzt hier angucke, zum Beispiel warm Pastell, finde ich eigentlich ganz cool. Wenn ich mir das jetzt angucke, könnte ich mir vorstellen, das ist eigentlich eine coole Farbe für die Lichter. Das könnte eine coole Farbe sein für die Tiefen. Probieren wir das Ganze doch einfach mal aus. Und ich gehe da immer folgendermaßen vor. Also, ich nehme mir das Verschieben-Werkzeug. Und wenn ich jetzt hier mit der Maus über die einzelnen Farben gehe, dann benutze ich automatisch die Pipette. Und wenn ich jetzt einmal auf die Farbe klicke, dann wird mir das automatisch als Vordergrundfarbe definiert. So, wenn ich jetzt Vordergrundfarbe und Hintergrundfarbe einmal switche, so, dann kann ich eine zweite Farbe aufnehmen, und zwar die zum Beispiel. So, jetzt habe ich zwei Farben definiert, und zwar einmal meine Tiefen, also die Farbe hätte ich jetzt gerne als in meinen Tiefen in dem Bild, und die Farbe hätte ich gerne in meinen Lichtern. Und dazu lege ich mir einfach eine Gradationskurve an. Mache einen Doppelklick auf die Lichterpipette, weil dann komme ich nämlich in den Farbwähler und kann hier eine neue Farbe definieren. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Ich sehe jetzt Grau und Schwarz und nicht mehr meine Brauntöne. Das liegt einfach daran, dass sobald ich eine Gradationskurve erstelle, der automatisch mir meine Maske anwählt. Und eine ebene Maske kann er nur schwarz oder weiß sehen. Deswegen also wieder einmal auf die Gradationskurve hier vorne klicken und zack, haben wir unsere Brauntöne wieder. Das gleiche Spiel nochmal, Doppelklick auf die Lichter. So, und jetzt wähle ich mir einfach hier meine Hintergrundfarbe aus, die ich als Lichter haben wollte. Sage okay, nicht als Zielfarbe speichern und klicke jetzt hier in die Lichter rein, wo ich sage, das möchte ich gerne in diesen Farbton einmal eingefärbt haben. Und voilà, du siehst, an sich schon sehr geiles Ergebnis. Das gleiche mache ich jetzt noch mit den Tiefen. So. Jetzt habe ich das Problem, dass mir die eine Farbe verloren gegangen ist. Also das Ganze nochmal. Vordergrundfarbe gewählt. Einmal hier drauf geklickt. Funktioniert jetzt nicht, weil ich hier kein Werkzeug ausgewählt habe. Deswegen einmal auf das Verschieben-Werkzeug klicken. Jetzt hier wieder in dieses Tool gehen. Einmal draufklicken und jetzt habe ich das als Vordergrundfarbe wieder definiert. Jetzt gehe ich wieder in meine Tiefen rein, wähle mir das als Tiefen, sage okay, nicht speichern. Und ich glaube, der dunkelste Punkt in meinem Bild ist irgendwo hier hinten. Wenn du ganz schnell rausfinden möchtest, wo die hellsten Stellen und die dunkelsten Stellen in deinem Bild sind, dann einfach die Alt-Taste gedrückt halten und dann auf diese zwei Anfasser hier unten einmal klicken. Ja? Wenn ich jetzt hier klicke und diesen Anfasser mal nach links ziehe, dann siehst du, dass irgendwo ein absolut weißer Bereich auftaucht. Hier. Ne? Also da, wo es absolut weiß ist, da hast du deine hellste Stelle im Bild. Und das gleiche funktioniert auch mit den Tiefen. Sobald jetzt ein schwarzer Fleck kommt, ist da die dunkelste Stelle deines Bildes. So,
Also tatsächlich hier hinten irgendwo einmal draufgeklickt und jetzt habe ich die Tiefen auch mit dieser Farbe gefüllt. Sieht jetzt alles ein bisschen blass aus. Ich könnte jetzt Folgendes machen. Ich könnte jetzt die Kontraste in meiner Gradationskurve einfach erhöhen. So. Und das Ganze jetzt in der Deckkraft einmal verringern. Und du siehst, dass wir so sehr, sehr schnell einen warmen, braunen Look über unser Bild gelegt haben. Indem wir einfach zwei Farben aus dieser Farbkombination rausgepickt haben und die einfach mit der Lichterpipette und mit der Tiefenpipette eingefärbt haben und einfach ein bisschen die Deckkraft reduziert haben. Das ist Weg Nummer 1. Weg Nummer 2 wäre zum Beispiel, nehmen wir uns jetzt hier nochmal die zwei Farben. So. Und ich könnte jetzt hier eine Farbfläche anlegen, einmal mit der Farbe. Jetzt drücke ich die Taste X, um Vorder- und Hintergrundfarbe zu switchen. Lege ich mir noch eine Farbfläche an, mit der anderen Farbe. Die beiden Ebenen setze ich in den Modus weiches Licht, packe das Ganze in eine Gruppe und packe die Gruppe auch in den Ebenenmodus weiches Licht. So. Jetzt lege ich mir hier eine Gradationskurve beispielsweise noch an und hell das Ganze etwas auf. So ungefähr. Ja, das ist auch ein Weg, den ich sehr gerne gehe, um Farbkombinationen als Look in mein Bild draufzulegen. Das mit der Gradationskurve, das ist mal bildabhängig. In dem Fall ist es halt durch zweimal weiches Licht. Weiches Licht ist ja eigentlich eine kontraststeigernde Ebenenfunktion. Ist das ganze Bild natürlich ein bisschen dunkel geworden. Um das Ganze dann wieder aufzuhellen, nutze ich einfach eine Gradationskurve und könnte die jetzt noch in den Modus Luminanz setzen, sodass ich die originalen Farben von diesen beiden Farbebenen einfach beibehalte. Und dann könnte ich das auch wieder ein bisschen abdunkeln. Und so habe ich sehr schnell einen sehr warmen, braunen Look erzeugt. Ja, das war vorher, das ist nachher, nur mit eigentlich mit zwei Ebenen, wenn wir die Gradationskurve mal außer Acht lassen. Und eigentlich nur mit einer Farbkombination, die ich mir irgendwo rausgezogen habe. Also sehr, sehr geile Sache, wenn du vielleicht mal ein bisschen Inspiration brauchst, welche Farben würden denn so zusammenpassen. Ja, das sind coole Braunabstufungen, die kann man sehr geil verwenden. Und ich habe am Anfang gesagt, dass wenn du dieses Tool nicht siehst, möchte ich dir noch eine andere Möglichkeit zeigen. Und zwar, ich ziehe mal das Fenster rüber. Unter color.adobe.com kommst du zu dieser Seite. Das kannst du verwenden, ohne dass du dich anmeldest. Und hier kannst du genau das Gleiche machen. Du kannst hier deine eigenen Farbkombinationen erstellen, kannst eigene Farbregeln definieren und so weiter. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich jetzt diese Farben in meinen Photoshop rein? Das ist ganz einfach. Pass auf, zeige ich dir mal ganz kurz. Ich mache mal mein Photoshop-Fenster ein bisschen kleiner. So, angenommen, ich möchte jetzt dieses helle Blau als Vordergrundfarbe haben. Dann musst du das nicht abfotografieren, in Photoshop reinladen, Farbe zu messen. Funktioniert viel, viel einfacher. Du gehst einfach in deine Vordergrundfarbe rein. Ja. Und jetzt ist ja das Problem, dass die Pipette nur in deinem Photoshop-Fenster ist. Das heißt, wenn du jetzt hier drauf klickst, passiert nichts. Du kannst aber, wenn du mit der Pipette in dein Bild reinklickst und jetzt die linke Maustaste gedrückt hältst, ja, aus deinem Photoshop-Fenster rausgehen und jetzt Farben außerhalb von Photoshop picken. Ja, du siehst, ich gehe jetzt hier über die einzelnen Farbkästchen drüber und in Photoshop switchen die einzelnen Farben hin und her. Das heißt, so kannst du Farben außerhalb von Photoshop picken. Ich hoffe, ich konnte dir was Neues zeigen und du kannst mit diesem Tool jetzt richtig coole Looks erzeugen bzw. Farbkombinationen für deine Looks rausziehen. Wenn du andere Anwendungsmöglichkeiten dafür hast, schreib sie sehr gerne unten in die Kommentare. Oder wenn du ganz andere Quellen hast, wo du deine Looks zum Beispiel herziehen kannst, ja, also wo es geile Farbkombinationen gibt, dann schreib sehr gerne unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und wahrscheinlich nicht nur mich, sondern auch viele andere. Denn gerade Color Grading ist ja gerade so ein beliebtes Thema. Aber ich wollte dir auf jeden Fall mal den Color Cooler bzw. Color Theme vorstellen. Lass mir einen Daumen da, wenn es dir gefallen hat. Gib mir ein Abo, falls du es noch nicht getan hast. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.